Hallöchen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge von Wirelips. Übrigens, ich habe gerade das Game wieder gestartet und hier ist ja auch der Reiter geheime Objekte. Und da sind scheinbar diese Objekte, die man zwischendurch einsammeln kann. Wir haben bisher ein rostiges Schloss. Es gibt keinen Schlüssel für dieses Schloss. Manchmal hörst du etwas darin klicken und es scheint sich von selbst zu öffnen. Ich muss vorsichtig sein, dass ich meinen Finger nicht einklemme. Ich möchte nicht hineingeraten. Okay. Und hier Puppe. An manchen Orten fühlt sich diese Puppe wie Stein an, wenn ich sie berühre. Und die Verbindungsglieder klicken wie Knochen. Da ist eine Kette dran, aber die ist scheinbar kaputt. Genau, also es gibt noch mehr geheime Objekte und ich könnte mir fast vorstellen, dass wir schon was verpasst haben. Vor allem so im Dunkeln. Und hier steht dann halt Another Ending. Ich weiß nicht, ob man das nur freispielt, wenn man alle geheimen Objekte hat. Mal gucken, wie gruselig es noch wird und ob ich mir zutraue, da das nochmal durchzuspielen, nur um ein anderes Ende zu bekommen. So, wir machen mal Continue. Dann sollte es ja wieder mit Episode 3 weitergehen. Und da ist es auch schon. Lina, bist du das? Genau, das müssen wir jetzt machen hier. Was ist los? Also, dann schauen wir uns das doch mal an. Das Licht geht wieder ein bisschen an. Achso, wir müssen die Puppe mitnehmen. Hier ist sie ja. Oder was auch immer das sein soll. So. Und dann gehen wir einmal hier rüber. Und da stand es, glaube ich. Die Frage ist noch, wie kriegen wir diesen Kreidekreis hin? Huch. Aha. Also so scheinbar nicht. Ich versuche einmal zu drücken. Nochmal. Nee. Okay, wir haben auch gerade keine klare Anweisung, was wir machen sollen. Hier hinten ist auf jeden Fall sehr dunkel. Und es scheint auch nicht aufzugehen. Vielleicht soll man hier jetzt gerade nicht lang. Ich bin mir aber eigentlich sicher, dass das dieser Tisch ist. Oder es ist halt wirklich so, dass wir die Kreide noch finden müssen, damit das klappt. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen vorsichtiger mit den Extrasachen, die man einsammeln kann. Schon ein bisschen ärgerlich, dass ich die jetzt wohl nicht habe. Also, wo könnte denn hier jetzt noch diese... was ist das? Ach, das ist eins der Geheimobjekte. Ja, das war auch ziemlich auffällig eben. Ich gucke nochmal kurz. Das ist auf jeden Fall dieser Tisch. Wir brauchen aber irgendwie irgendwas Weißes. So wie das da. Perfekt. Voll übersehen, dass das da direkt ist. So. Dann machen wir das doch mal hier. Unseren Schrein. Ob das eine gute Idee ist. Und jetzt die Figur da drauf. Hallo? Die Kette. Nicht gut. Nicht gut. Oha. Moment. Ich gucke nur. Ich dachte, die Kamera wäre zum Einsammeln. Ich muss hier raus. Verlass das Apartment. Okay, momentan kann ich scheinbar die Taschenlampe nicht mitnehmen. Hier kommen wir nicht durch. Ich versuch's nochmal da drüben. Ah, hier geht's auf. Oh. Oh. Nicht gut. Gar nicht gut. Da bewegen sich auch die Sachen. Das ist ziemlich creepy. Okay, ich versuche mal, ob wir da... Oh, na, der Jumpscare hat nicht funktioniert, weil das Spiel eben gehangen hat. Schade. Irgendwas war mit dem Stuhl. Ich glaube, der... Oh, Moment. Ach, schade. Da waren Schlüssel. Ich dachte, die könnte ich einpacken. Okay, wir versuchen es mal. Und es wird sicherlich nicht gehen. Oh, wo ist die Tür? Sie ist nicht mal da. Also, was jetzt? Gute Frage. Probieren wir mal andere Türen aus. Geht nicht. Geht nicht. Oh, hier ist total dunkel. Okay, zum Glück geht das nicht. Ich hätte auch keinen Bock, da durchzulaufen, ehrlich gesagt. Hä? Ich kann gerade nirgendwo mehr lang. Ach, da oben.
Ja, ich glaube, ich komme da aber nicht ran. Huch! Hä? Ist ja alles unter Wasser. Würde ich ja mal vermuten, dass ich ins Bad muss. Aber das geht nicht. Ach, die Lampe ist ja auch falsch rum. Oh, da ist ja noch eins. Noch eine. Oh, da ist ja auch noch eine Kette. Hä? Es erscheinen ja immer mehr. Die Lampe bewegt sich da auch. Hä? Okay. Ich versuche nochmal, ob ich durch irgendwelche Türen komme. Nee. Oh, jetzt ist die Tür offen. Okay. Nee. Oh, jetzt ist da eine Kette drum. Okay, da kommen wir gar nicht mehr rein. Also, jedenfalls momentan nicht. Wir kommen ins Bad rein. I don't like it. Das ist ein Foto, aber ich kann es nicht nehmen. Leider. Oh, eine Voodoo-Puppe. Oh, eine Kette. Komme ich aber nicht ran. Okay, noch ist nichts hinter mir. Ich gucke mal, ob ich wieder rauskomme. Ist das... Nee, kann ich auch nicht nehmen, das andere Foto. Ich schau mal, was hier ist. Hier geht es nicht weiter. Ach, von da kamen wir, glaube ich, auch gerade. Ja, da ist immer noch nichts. Also auf jeden Fall ist hier nochmal eine Kette, aber die können wir nicht benutzen. Oh. Oh. Okay, creepy. Schloss. Aha. Kette? Ist das eine Art von Spiel? Space Cancel. Do I need to... Muss ich die Nummer... Oh, so voll obvious, ey. Also das hättest du mir auch gerade noch überlassen können. Also die Anzahl von Ketten. Ich schreibe mir das nur mal auf, damit ich so dahinter dann Strichliste machen kann. Fotos und... Was ist das dritte? Köpfe? Dolls? Gucken wir mal. Okidoki. Also, was haben wir denn hier? Schauen wir uns doch ein bisschen um in diesem Haushalt. Da ist ein Foto. Oh, tatsächlich, da ist eine Puppe. Okay, wartet, wir gucken ganz genau uns um. Also, in diesem Zimmer. Ich mache hier Strichliste. Foto habe ich gesehen und eine Puppe. Was haben wir hier hinter noch? Hier ist scheinbar nichts. Aber da oben ist eine Kette. Ist davon irgendwas? Ich glaube nicht. Da ist auch nichts. Nope. Also, Kette. Achso, da kommen wir ja nicht lang. Ich dachte eben, da will ich jetzt lang gehen, aber geht ja gar nicht. So. Wie sieht's hier aus? Ist das ein Foto oder ist das ein Schalter? Bei der Dunkelheit erkenne ich halt nichts, aber ich glaube, es ist ein Schalter. Aber hier war, glaube ich, noch eine Kette drin. Genau. Und zwar nur eine Kette. Von hier aus, glaube ich, sieht man, dass es ein Schalter ist. Also, das ist noch eine Kette. Und hier im Bad haben wir eine Kette. Nee, das ist nur ein Schatten, oder? Eine Kette, zwei Ketten. Zwei Ketten, ein Foto, glaube ich. Ah, und eine Puppe, stimmt ja. Hatte ich ja entdeckt. Oh, habe ich jetzt zwei Fotos? Nee, habe ich nicht. Noch ein Foto. So. Nee, drei Fotos sogar. Noch ein Foto. Oh je, hoffentlich komme ich hier nicht durcheinander, ey. So. Hier haben wir nichts. Und da kommen wir nicht durch. Ja, dann probieren wir das jetzt mal. Ob das schon die korrekte Lösung ist. Also. Das wäre dann Ketten 4. Fotos 4, Köpfe 2. Damn. Das ist falsch. 1, 2. Ah, ich glaube, hier habe ich schon eine Kette übersehen. Ah, verdammt.
Nein. Ich probiere nur mal. Ah, okay. Eine Puppe habe ich irgendwo übersehen. Aber sonst hat das ganz gut geklappt. Oh nein, da hinten der Schatten von einer erhängten Person. Da ist unser kleiner Schrein, den wir aufgebaut haben. Oha, was ist das? Ein echt, echt helles Licht. Ach so, das ist die Taschenlampe. Toll. Zum Glück haben wir die Taschenlampe zurück. Ich gehe dann mal. Vielen Dank. Oh Gott, oh Gott. Oh, oi, oi. Wir gehen. Oh Mann, verdammt. Ist immer noch nicht wieder da. Okay, ich nehme an, wir versuchen jetzt einfach mal in unseren Raum zurückzukehren. Geht nicht, geht nicht. Ins Bad oder was? Aber warum? Warum sollten wir das tun? Oh nee, muss ich ernsthaft zu dem Viech dahin? Ich will nicht. Oh nee. Aber was bleibt mir anderes übrig? Hier geht's nicht weiter. Oh. Oh nö. Okay. Ich tue es einfach. Ich tue es jetzt einfach. Okay, er ist weggeslidet. Oh, Gott sei Dank. Aber er ist hierher geslidet und ich gehe jetzt hierher. Was an sich, oh, keine gute Idee ist. Die Tür bewegt sich. Okay. Ist hier irgendwas zum Einsammeln? Oder jemand, der mich nicht umbringen will? Nein? Okay. Hier, was ist? Urk. Es ist, als wenn... Entschuldigung. Es ist, als könnte ich mich nicht bewegen. Ja, das merke ich. Ich kann mich wirklich gerade nicht bewegen. Und ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Oh, jetzt kann ich wieder. Okay. Oh, ich kann hier aber nicht lang. Soll ich hier noch irgendwas machen? Ist meine Freundin in das gleiche Durcheinander geraten? Hat die Angst uns gefressen? Oh Gott, habe ich mich gerade erschreckt. Wie ist das alles? Ach, da. Ja, was ist hier los? Okay, wir folgen einfach mal den Spotlights. Weiter geht's. Sind das Kameras? Ein bisschen sieht's aus wie Überwachungskameras. Weil die sich so leicht hin und her bewegen. Also eben sah es jedenfalls so aus, als würde es sich hin und her bewegen. Ich habe den Eindruck, es wird ein bisschen nebliger um mich herum. Da ist das nächste. Ist irgendwas... Oh, nee, das ist nur das letzte. Okay, wir gehen zum nächsten. Ich hoffe, das ist überhaupt das, was man machen soll. Dass wir uns hier nicht im Kreis bewegen oder sowas. Ah, da ist noch mal eins. Ja. Mann, der letzte Jumpscare hat aber gesessen. Oh, jetzt wird's rot. Ich wollte auch gerade sagen, so langsam reicht's aber mit dem von Licht zu Licht laufen.
Der Rubik's Cube. Nur mit einem Muster und der wird immer größer und er blutet. Was ist das für ein Würfel? Oh nein, nicht ich. Ja, okay. Hab ich hinbekommen. Ein Mädchen rannte tiefer hinein. Aha. Ach so, in die dunklen Wälder. Wer hat diese... Das ging so schnell, das konnte ich gar nicht lesen. Linien. Hä? Ach so, der verrät mir ja sogar die Reihenfolge, wenn ich drauf achte. Rechts, links, unten. Er hinterging sie und hielt nicht fest. Oh, oben, links, oben, rechts. Ein krankes Auge. Oh, unten, 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 links. Oh, eine einsame Seele, die nicht mehr war. Und die Schwärze. Wo ist es hin? Huch! Sie auch so, okay. Strange. Immerhin eine Tür. Seltsamer Ort. Huch, oh. Ich würde ja sagen, wir machen einmal die Tür zu und wieder auf. Versucht es mich zu bestrafen. Ich probiere einfach mal, was passiert, wenn wir nochmal reingehen. Vielleicht ist es dann ein anderer Raum. Ja, ist es tatsächlich. Okay. Ich glaube, hinlegen will sie sich momentan nicht. Ich habe das Gefühl, als würde ich langsam auf den Boden des Meeres sinken. Nun bin ich mir sicher, dass das keine Person ist und ich verstehe nicht, was sie von mir will. Testet sie mein Durchhaltevermögen? Was ist das für ein verdammtes Spiel? Leerer Ort heißt diese Episode. Und ich würde dann tatsächlich, wenn wir jetzt sehen, wo wir sind, auch schon wieder einen Cut machen. Weil der erste Part auch mega lange gebraucht hat zum Rendern. Oder zum Encoden. Sagt man ja eigentlich. Oh, okay, muss ich irgendwas tun? Hört sich an, als wäre man am Meer. Wo bin ich? Das ist ja gar nicht toll hier. Finde ich nicht gut. Dieser Ort ist seltsam. Das Foto. Wir sollen uns das Foto anschauen, aber das heben wir uns für die nächste Folge auf, meine Lieben. Ich bin schon gespannt, was auf dem Foto zu sehen ist. Also, bis zum nächsten Mal bei Wirelips. Ciao, ciao.